So, herzlich willkommen zum nächsten Part. So, wir machen mal die Lautstärke ein bisschen höher, damit ihr natürlich hier auch alle hört. Und wir haben neu angefangen, haben wir ja schon in der nächsten, letzten Story gezeigt. Und hier irgendwer eine Gruppe, wo ich joinen kann. Ihr seht auch schon, dass ich den Beta-Avatar habe hier. Oh, vielen lieben Dank, dass dir mein TikTok gefällt. Und Chris hat dich eingeladen, wenn du Bock hast, komm. Wir sind sozusagen jetzt dabei zu joinen. Können jetzt joinen, weil es natürlich eine Aufgabe von dem Kapitel und ich mag das Game einfach. Das Game ist cool, es wird vieles erklärt. Du hast jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten. Es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Und es ist wirklich ein Traum. So, wir sind Kapitel 6, ja. Schließen damit natürlich Kapitel 6 ab und können gleich in Kapitel 7 gehen. Wichtig für euch auf jeden Fall, falls ihr das Spiel da draußen anfangt, ja, ist egal, welche Rasse ihr spielt, euch muss klar sein, ihr müsst am Anfang wirklich ein bisschen hassen, dass ihr wirklich viel, viel Macht pro Stunde verdient, damit ihr schnell nach vorne kommt. Momentan sind wir auf einem Server, der noch nicht weit entwickelt ist, ja. Wir haben noch nicht so viel abgeschlossen in diesem Server. Deswegen sind wir hier relativ neu dabei. Natürlich gerne hätte ich auf dem Server 133 noch gespielt, wo aber allerdings der Bug da ist, dass ich halt nicht weiterspielen kann. Das ist sehr, sehr schade. Vielleicht lässt sich das noch irgendwie patchen, dass ich da weiterspielen kann, ja. Und jetzt natürlich mit Kapitel 7 sind wir das erste Mal hier zu Eisenfuß eingeladen worden und sind jetzt offizieller, ja, Partner von Erebor. Erebor ist natürlich unsere Fraktion, also wir spielen die Zwerge. Jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß, okay, ich liebe Herr der Ringe und ich mag die Zwerge, ich mag das ganze, die ganze Lore um die Zwerge herum. Und ihr seht rechts oben schon, ja, wenn wir hier mal kurz hochgehen können, seht ihr, hier haben wir 13.300 Smaragde und die kriegen wir oder haben wir gekriegt, weil wir die Beta sozusagen abgeschlossen haben oder in der Beta gespielt haben und in der Beta halt Kohle ausgegeben haben. So, was wir jetzt natürlich machen müssen, ist das rote Buch, ja? Das rote Buch, meine Freunde, vom Westmark. Da gibt es natürlich Kapitel, ist so ein bisschen die Story, die uns durchführt, mehr oder weniger, weil ihr da natürlich die Kriege spielen könnt oder nachspielen könnt, die es halt damals gab und da kriegt ihr noch ganz viel von der Lore mit. Und deswegen hassen wir jetzt halt richtig rein. Wir werden uns natürlich auch wieder ein bisschen Kohle aufladen, damit wir hier, ja, nicht pay to win, aber so ein bisschen nach vorne kommen können, schnell nach vorne kommen können, um wieder unsere alte Stufe zu erreichen. Wir waren ja sehr, sehr weit in der Beta und da wurde natürlich alles zurückgesetzt. Und ihr habt immer gefragt, was ist das für ein Spiel? Das Spiel basiert natürlich darauf, dass ihr kämpft, dass ihr Gebiete erobert, die eine verschiedene Machtpositionen habt. Also je höher das Gebiet ist, umso schwieriger ist es einzunehmen. Und ihr müsst natürlich dafür die Soldaten halt entwickeln. Wir haben jetzt ganz viele Soldaten, die Level 1 sind. Die können wir auch jetzt neu rekrutieren. Die anderen Soldaten haben wir jetzt mehr oder weniger geschenkt gekriegt. Und ihr seht, ist noch nicht viel passiert. Wir haben erst zwei Kommandanten, Dalvin und ich glaube Boromir, nee, Faramir. Faramir haben wir hier, seht ihr genau. Also ist hier noch einiges zu tun. Und wichtig ist natürlich, dass ihr so schnell wie möglich Gebiete erobert, um nicht nur die Kapitel abzuschließen, um neue Rohstoffe zu kriegen, sondern um euch weiter und weiter und weiter zu entwickeln. Wir bedanken uns natürlich selbstverständlich hier, dass wir hier aufgenommen worden sind. Wir haben auch überlegt, eine eigene Gilde zu gründen, eine eigene Fraktion, eine eigene Gefährtengruppe, um euch da halt auf jeden Fall einzuladen. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen von euch wirklich die Zwerge spielen und Bock hat, da mit mir unterwegs zu sein. Wenn ja, könnt ihr gerne noch reinschreiben, dann gründen wir eine eigene Gilde. Beziehungsweise Gefährtengruppe, ist ja völlig egal, wie ihr es nennt. Und dann seid ihr da natürlich herzlich eingeladen. Ist für mich auf jeden Fall kein Problem. Ich hätte auf jeden Fall mega Bock drauf. Und hier zählt jetzt aber erstmal, dass wir weiterkommen und die Kapitel abschließen. Ja, Kapitel 7, 8, 9 und so weiter und so fort halt abschließen, um wirklich voranzukommen. Und da kriegt ihr natürlich nicht nur Ressourcen, ja, ihr entwickelt eure Charaktere bzw. Kommandanten, fügt halt immer wieder neue Leute hinzu, indem ihr halt kämpft und Gebiete erobert, steigt ihr mit dem Level auf und bekommt dann oder haltet dann halt Macht, ja. Und ihr seht schon, Level 40 geht nicht, wir müssen die 10er und 1er Machtländer sozusagen erstmal einnehmen, um erstmal ein bisschen zu leveln, um mehr Armeen sozusagen oder Einheiten unter unserem Kommandanten zu führen oder führen zu können, um dann natürlich größere Gebiete zu machen. Ihr wisst selber, wer die ganzen Let's Plays gesehen hat, außer Beta von mir, der weiß, ey, wir hatten schon so viele, wir hatten, glaube ich, weiß ich nicht, 20, 30 Länder mit 130er, 150er Level Macht. Das war unglaublich, wir haben so viel Macht verdient in der Stunde.
dass wir da relativ weit nach vorne gekommen sind. Und wir werden hier unseren Ring noch nicht leveln. Ja, wir werden gucken, dass wir so weit wie möglich jetzt erstmal hier durchkommen. Wir haben natürlich immer vor, so 10 Minuten Parts für euch zu machen, um die halt rauszuhauen. Ja, ist eigentlich, ja, finde ich eigentlich relativ vernünftig, wenn man da so ein bisschen langsamer unterwegs ist und für euch Stück für Stück das halt zeigt. Wie gesagt, wir haben es aufs Handy angenommen, aufgenommen, also nicht wundern, warum hier mein Mauszeiger zu sehen ist, weil wir es uns sozusagen gerade nochmal im Video angucken und für euch nochmal zeigen, was halt wirklich alles machbar ist und was möglich ist. Und hier habt ihr natürlich die Kapitel, ja, hier oben seht ihr das, was ich bekommen habe, also 13.000 ist nicht normal in erster Linie. Ja, hier ist mein Gold sozusagen. Hier sind nochmal die Extra-Punkte. Damit könnt ihr, ja, eure Fähigkeiten sozusagen vom Ring nochmal einsetzen. Hier habt ihr, wenn ihr in der Mitte raufklickt, nochmal das ganze, den ganzen Server. Wie weit kommt der Server? Je weiter der Server kommt, umso mehr Punkte kriegen natürlich alle Leute, die hier drauf spielen. Ja, also sehr, sehr interessant hier natürlich. Wie viel habt ihr insgesamt für Getreide, für Holz, Stein? Ach ne, hier ist Holz. Und wie viel könnt ihr maximal davon nehmen, ja? Genau. Und wenn ihr Gefährtengruppen beitretet, habt ihr natürlich da immer noch einen kleinen Bonus. Hier seht ihr natürlich die Map, wo wir momentan uns befinden. Und genau. Hier ist das Kapitel hier unten. Hier ist die Taverne. Hier kommen wir zu den Kommandanten. Und jetzt seht ihr halt, ich habe halt keine Energie mehr. Und dadurch, dass ich keine Energie habe, kann ich nicht weiter ein Gebiete einnehmen. Und wir müssen jetzt wieder zurückschicken. Machen wir auch. Wir gucken mal, wie weit wir Fahrer mir hier ausrüsten können. Hier oben seht ihr auf jeden Fall die Stärke 1740, Belagerungsstärke 3400. Und jetzt können wir Gebiete anklicken und sehen halt, wenn wir die Gebiete anklicken und auf Marsch klicken, ja, und dann auf ihn klicken, seht ihr unten, okay, 1600 gegen 1700 ist ausgewogen. Also ist immer so eine Putt-Situation. Kann man machen, würde ich aber nicht empfehlen. Immer wenn da steht, okay, ihr habt die Chance, wirklich nach vorne zu gehen und das Ding easy zu holen, lohnt sich das auf jeden Fall, weil es Zeit euch spart, es spart auf jeden Fall auch Energie der einzelnen Kommandanten und das Spiel macht auf jeden Fall mies Bock, ist momentan eins meiner Lieblings-Handy-Games und ich habe viele Handy-Games gezockt, wir haben ja schon vieles getestet und so weiter und so fort und ihr seht, ich baue hier auch schon aus, wir werden uns im Laufe des Let's Plays auch noch den dritten Baumeister holen, der, glaube ich, der kostet 5 Euro für 30 Tage. Und ja, jetzt kommen halt die ganzen Kämpfe, meine Freunde. Die eigentlich ziemlich, ziemlich cool sind. Und da spielt ihr sozusagen die Kriege nochmal durch. Die Kriege des letzten Bündnisses. Ja. Und könnt viele verschiedene Einheiten befehligen. Und habt damit auch nochmal einen kleinen Überblick über Böse, Gut. Was gibt's alles? Und wie sehen die Kämpfe aus? Also für mich auf jeden Fall auch schön animiert, die Kämpfe. Und schön, dass man nochmal die Kämpfe so mal eher intern sieht. Was ein bisschen nervig ist halt, dass wenn du einfach nur mal schnell spielen willst, die Kämpfe dauern halt relativ lange. Du kannst sie aber natürlich selbstverständlich pushen und schneller machen. Aber es ist einfach geil, dass du hier die Kämpfe dir selber nochmal angucken kannst. Und wenn ihr Bock habt, dass ich euch wirklich hier nochmal alles zeige, ja, dann, oder alle Fraktionen zeige, die es gibt, welche Vorteile welche Fraktion hat, dann schreibt mir das in den Kommentaren, dann werden wir es auf jeden Fall machen. Ansonsten werden wir so ein bisschen uns da vorbeimogeln, sage ich mal, ja, weil ich denke, es wird natürlich ein paar interessieren, aber jeder will so ein bisschen selber gucken, was los ist. Und die Zwerge haben natürlich Spezialeinheiten, die Elben, die Bösen, je nachdem wen du spielst, von dem bösen Mordor und so weiter und so fort, Sauron, haben alle verschiedene Einheiten, die verschiedene Fähigkeiten haben und damit natürlich es entweder einfacher haben, gegen Zwerge zu gewinnen, gegen Elben, gegen berittene Leute. Da muss man halt natürlich mal ein bisschen gucken, ein bisschen forschen, ist aber kein Problem. Und apropos forschen, es gibt keine Forschungsfunktion, ja, dafür musst du aber deine Burg so schnell wie möglich ausbauen. Was im Endgame so ein bisschen lame ist oder in der Beta lame war, weil du dann irgendwie durch bist. Wir sind jetzt momentan in der Season 1. Ja. Und damit eigentlich genug erzählt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden uns jetzt hier den Kampf noch entspannt angucken. Und sobald wir gewonnen haben, ist es auf jeden Fall vorbei. Und ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Spiel, egal was,
wie was funktioniert, ob wir euch das und das noch zeigen sollen, bevor ihr euch entscheidet, das Spiel runterzuladen. Es ist kostenlos, könnt ihr auf jeden Fall machen. Wir haben auch keinen Code, wir kriegen dafür nicht Geld, dass wir hier ein bisschen Werbung dafür machen. Checkt das Spiel aber auf jeden Fall aus, mir gefällt es sehr gut. Und ich bin ja immer ein großer Fan, Sachen zu zeigen, die mir gefallen, so, weil ich vielleicht den einen oder anderen damit begeistern kann. Und wenn ihr da draußen wirklich Zwerge seid und sagt, ja, ich hätte vielleicht Bock mitzuzocken, kommt auf jeden Fall ran. Wir werden das Spiel natürlich jeden Tag spielen. So ein bisschen auf jeden Fall. Natürlich nimmt es dann so in 2-3 Wochen ab. Spielt man dann vielleicht alle 2-3 Tage, weil du natürlich für Ausbau von verschiedenen Städten und Gebäuden halt wirklich einen Tag brauchst. Ja, momentan sind wir bei 20 Minuten oder 40 Minuten maximal. Für den Ausbau eines Gebäudes geht auf jeden Fall noch. Kann man gut den Tag über halt leveln. Und mir gefällt es auf jeden Fall, das Buch durchzuzocken. Also für euch da draußen, macht so schnell wie möglich die ganzen Quests und Missionen, die ihr habt. Damit kommt ihr wirklich schnell nach vorne. Ja, könnt nicht nur noch mehr Gebiete freischalten, die ihr dann einnehmen könnt. Sondern haltet unglaublich viele Ressourcen zum Ausbau von eurer Burg. Und könnt dann halt natürlich weitergehen. Und wichtig ist, geht erstmal in irgendeine Gefährtengruppe, spielt da ein bisschen mit, und wenn ihr dann sagt, okay, wir sind selber sehr, sehr stark, wir können eine eigene gründen, dann, und du hast Freunde, dann versucht eine eigene Gruppe zu gründen und holt euch alle daran, um halt miteinander die Gefährtengruppe aufzubauen. Weil die natürlich verschiedene Level haben. Ja, die Gefährtengruppen kannst du dann selber noch ausbauen, werden wir euch dann aber im nächsten Part zeigen. Und ja, wir haben das jetzt hier auf Stufe 1 laufen lassen, damit ihr es einfach mal seht, wie es aussieht. Ihr habt hier oben nochmal kurz aufgelistet, was alles passiert. Der Bergtroll greift an, verliert Damage oder teilt so und so viel Damage aus. Ja. Und ist natürlich rundenbasiert. Schade ist natürlich, was mir ein bisschen fehlt, ist, dass ich nicht selber noch ein paar Einheiten befehligen kann oder Spezialfähigkeiten auslösen kann zum bestimmten Zeitpunkt, die nochmal ein bisschen was Strategisches hermachen würden. Das gibt's nicht, das passiert ja alles automatisch. Und wenn wir auf 3 stellen, geht es eigentlich relativ schnell vorbei. Genau. Und ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Peace out und reingehauen. Und wir werden natürlich hier weiterspielen. Ich glaube, wir müssen euch nicht alles zeigen, was hier los ist. Also, peace out und reingehauen. Das war's von den Gula Games. Lasst ein Like und ein Abo da und schreibt mir eure Erfahrungen zu dem Game.